Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5, liebe Zuschauer. Hoffentlich auch mal wieder mit mehr Zuschauern. Also ich habe mich gestern und vorgestern habe ich mich dann doch so ein bisschen über die Zuschauerzahlen aufgeregt. In 2 Stunden bei der vorgestrigen Folge, also wir reden jetzt von Folgen, die schon einige Tage her sind. Ich glaube, es waren die Folge 10 und 11. Bei Folge 10 innerhalb von 2 Stunden 0 Views. Bei Folge 11 innerhalb von 2 Stunden ein einziger Aufruf. Geil! Dafür, dass erst noch gesagt wurde, wir haben uns jetzt riesig gefreut auf GTA, bla bla bla, das ist doch super, war das dann doch schon relativ wenig. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und da denke ich mir dann auch, ey, soll ich es absetzen? Aber nein, natürlich mache ich das nicht. Das hat sich mittlerweile mit Sicherheit auch schon wieder gebessert. Aber man fragt sich dann schon so, warum gucken die Leute nicht rein? Sie können es eben nicht immer auf die verkackte Abo-Box schieben, weil es ist ja nun mittlerweile die DJBNY-App verfügbar. Ich teile die Videos auf Google+, ich teile sie auf Facebook, ich teile sie auf Twitter. Und überall werden diese Videos geteilt, also muss sie doch jemand sehen. Und von 650 Facebook-Fans, also 653 Facebook-Fans, wird doch wohl einer gesehen haben, innerhalb von 2 Stunden, dass da eine neue Folge GTA verfügbar ist. Und um 15 Uhr, ich denke mal, da haben die meisten auch schon Feierabend. Ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen auf einem Sonntag. Auf einem Sonntag eigentlich kann gar nicht so viel zu erledigen sein. Ach so, ja, und da kommen wir dann auch gleich zum ersten Aufreger des Tages. Ich habe mal wieder so einen super schlauen Kommentator gehabt, der mich sowas von aufgeregt hat. Und zwar hat er unter mein Photoshop-Tutorial, was die Logos betrifft, also ein eigenes Logo erstellen. Müsst ihr mal gucken, Photoshop-Tutorials auf meinem Kanal. Da hat er geschrieben, ja, bla bla bla, warte mal. Ich muss mal ganz kurz aufs Handy gucken, damit ich den Kommentar nochmal vor Augen habe. Genau, neue Aktivitäten zu ihrem Video. Jadat schreibt, gut, dass die Logos nicht alle geschützt sind, wie zum Beispiel Beats Logo. Ironie aus. Ey, da ist mir echt der Kragen geplatzt, ne? Weil sowas hasse ich ja wie die Pest, ne? Wenn dann jemand meint, er wäre wirklich so der super intelligenteste Typ auf dieser Welt und meint, eine große Schnauze haben zu müssen, bevor er überhaupt mal nachdenkt. That's it. Was ist los? Like you always do. Hey, you. Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way. All right, man, I gotta find some wheels first, dog. Okay, I'll wait here and take a good long look at my life, strewn all over the front yard. Thanks, man. Just let me grab my favorite iron. So, nee, auf jeden Fall hasse ich solche Leute ja wie die Pest, die einfach sich erstmal nicht um ihren eigenen Scheiß kümmern, die sich um so einen Mist Gedanken machen, dann auch noch dumm rumkommentieren und ja, das dann auch überhaupt nicht einsehen, wenn man dann irgendwas dazu schreibt. Ich weiß ja jetzt nicht, ob was eingesehen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal fett dazu geschrieben, ja, du bist ja auch einer von der schlauen Sorte, die sehen, dass die genau wissen, dass das Beats-Logo eine quadratische grüne Kachel mit einem weißen Kreis und einem nicht durchgezogenen B der Schriftart Abode Regular ist, ne? Zweitens weißt du ja auch ganz genau, dass es das Beats-Logo auch erst seit 2009 gibt und mein Logo schon seit 2006 in der Urform, ne? Und drittens, irgendwas habe ich noch geschrieben. Auf jeden Fall habe ich dann noch dazu geschrieben, ach so, ja, mein Logo ist auch markenrechtlich geschützt. If you just drop me off at the entrance here, that'd be great. Auf jeden Fall wieder einer, der meinte, klugscheißen zu müssen. Das geht mir ja sowas von auf den Sack. Und diese Leute kriegen dann auch Kontra. I mean, show some class. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Ja, danke schön. 80. Supi.
Ja, dann machen wir mal Cloud-Speicher, ne? Nee, aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, also manche Leute sind dann wirklich extremst hohl, ne? Erst quatschen, erst kommentieren und dann nachdenken. Sowas liebe ich ja wirklich. Vor allen Dingen sich über so einen Scheiß Gedanken zu machen. Mensch, haben die Leute kein Leben, dass sie sich über so einen Rotz Gedanken machen müssen? Was geht denen das an? Was hat denen das zu interessieren? Vor allen Dingen, kann der nicht was zum Video kommentieren? Ne? Muss der unbedingt irgendwas schreiben, was überhaupt nichts mit dem Video zu tun hat? Und ich fahr schon wieder wie besoffen hier. Hier, siehst du, das ist, wenn man sich im Straßenverkehr aufregt. Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich hab mir Sorgen gemacht. Hab dran gedacht, dich... Was? Achso, ja, gut. Hab dran gedacht, dich anzurufen, aber du gehst nie ran, bla 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 bla. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird noch Streit geben. So, und ich wollte erstmal zu Lester. Weil mich würde mal interessieren, was wir als nächstes mit Lester planen können. Vielleicht kann ich ja wieder mal so ein paar Aktien, also in so ein paar Aktien investieren. Und dann einfach mal Vollgas geben. So, wo ist Lester denn geblieben? Warte. Erstmal. Hi. Na? Wie geht's dir? Great. Okay, don't hurt me. Nein, ich tu dir nichts. Ich tu dir nichts. Keine Angst. Man, you ain't nothing but a punk. Lass dir Zeit. Carry it up. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier einmal kurz wegkommen. Scheiße, wir haben unsere Tür kaputt gefahren. Ja, fahren wir hier wirklich mal in die Butnik rein. In der Hoffnung, dass uns die Bullen hier in Ruhe lassen. Aber ich schätze, sie lassen uns auch in Ruhe. Ich weiß es jetzt nicht genau. Sie gucken sich erstmal um. Sie gucken sich auf jeden Fall so ein bisschen um den Tatort herum. Gucken sie sich um. Bitte, 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 bitte bleib da oben. Abseits der Straße scheine ich meine Ruhe zu haben. Gut. Wir sind wieder in Sicherheit. Also wir können da ganz problemlos zu Lester fahren und haben hier unsere Ruhe vor dem Bullen. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping. Okay. Vespucci Beach. Bodybuilder Muscles Hands. Lösche diese Nachricht. Schalte den Geschworenen aus.
Okay. Mich würde jetzt interessieren, Moment. Moment, wir müssen in irgendeine Firma investieren. Ich weiß jetzt nur nicht in welche. Finanzen und Dienste? Moment. Mode und Gesundheit. Redwood Cigarettes, was ist denn das? Essen und Trinken? Medien und Unterhaltung? Nö. Okay. Wir gehen mal auf Borsek. Märkte. Okay, okay, okay. Wo ist Redwood Cigarettes? Gute Frage. Ach so, da ist Redwood. Okay. RWC. Gucken wir hier nochmal. Finden wir RWC hier auch? Nee, Tatsache. Tatsache. Okay. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt investieren müssen. Warte mal kurz. Wir müssen mal eben kurz gucken, wo ist der letzte Dialog? Kennst du die Firma Cigarettes? Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in irgendwen investieren müssen. Wir kriegen ja die Nachricht dann, glaube ich. I think I saw you in a magazine. Oh my god, he's got a gun! Get down and lay down. Richtung Norden. Okay. Schalte den Geschworenen aus. So, dann suchen wir mal den Weg. Ja, und die DJBNY-App ist jetzt endlich auch für iOS verfügbar. Jetzt wisst ihr Bescheid. Oh, ich muss mich einmal umdrehen. Wir haben hier jetzt gerade 2 Sterne. Los, kehrt um.
schön umkehren, los. Ja, ich würde ja gerne. Los, sieh zu. Egal. Wir versuchen unser Glück hier. Wir kommen an denen schon vorbei. So, okay, haben wieder unsere Ruhe. Ach, ich hasse es. So, und dann mal geradeaus durch. Oh, unter 50 ist... Ach so. Ah, da ist jemand unter 50% der Brücken durchgeflogen. Schön. Devil's Dynamite oder sowas heißt der. So, jetzt gucken wir mal, dass wir wirklich die anderen Geschworenen auch noch kriegen. So. Okay, bin ich ja mal gespannt, ob wir ihn von hier aus treffen. So, schnell nach West Vinewood. Eclipse Tower. Schau nach schmutzigen Fenstern. Okay. Ich denke, das wird noch zu schaffen sein. Den letzten Geschworenen auszuschalten. So. Ja, ist ja mal wieder super interessant, die Mission mit Lester. Also ich finde das immer ganz geil, wenn er uns da irgendeinen Auftrag gibt, irgendwelche Leute zu erledigen. Ja, fahr weiter. Lass dich doch nicht stoppen durch so einen Scheißwagen. Dadurch. Zack. Ich gucke auch mal leicht von oben, weil dadurch sehe ich dann manchmal auch so ein bisschen mehr. Zumindest glaube ich das. Ich kann dann den Verkehr manchmal besser überblicken. Lass mich hier durch. So. 1:32 haben wir noch. Lass mich durch. Und einmal Vollgas zum Gebäude. Und einfach den Geschworenen erledigen. Schmutzige Fenster. Der ist tot. Motorradfahrer. Ach du Scheiße. Wenn wir den noch schaffen wollen. Oh, oh Gott. Letzter Geschworener. Schalte den Geschworenen aus. Den kriegen wir doch nicht mehr. Oder etwa doch? Das ist so ein bisschen wie The Fast and the Furious. Wo wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema wären. Na, hier passt es ja so ein bisschen rein in das Let's Play. Ich habe es ja schon im Magazin gesagt, vor einer Woche oder vor über einer Woche. Das ist ja jetzt schon wieder ewig her. Die Aufnahme ist ja schon wieder so weit im Voraus. Ja, Paul Walker ist tot, aber der Film wird trotzdem weitergedreht. Es ist schon mal gut, dass das trotzdem der Fall ist. Scheiße, Mann, scheiße. Scheißen Dreck. Dreck Scheiß. Was ist los? Was ist los bei dir? Ja. Naja, muss eben weitergehen, ne? Aber jetzt haben sie eben auch das Problem,
dass wir eine würdige Werbekampagne haben müssen, ein würdiges Drehbuch und sowas. Und eben ein würdiges Ableben für den Charakter, den er spielt. Natürlich wird die Filmreihe nie wieder dieselbe sein, wie vor seinem Tod. Wie gesagt, das ist eben schon ziemlich schrecklich. Aber nicht zu verachten eben auch der Tod des Fahrers, Roger Rhodes. Ehemaliger Rennfahrer. Und dann, welch Ironie, in einem schnellen Sportwagen ins Leben gekommen. Weil dieser ausgebrannt ist. Nachdem ein Straßenschild überfahren wurde und dann der Baum im Weg war. Ja, und dann gerade so ein Schauspieler, der eben auch immer einen schnellen Fahrer gespielt hat. Ja, es gibt etliche Schauspieler, die durch Autofälle ums Leben gekommen sind. James Dean, dann hier Heath Ledger. Heath Ledger ist auf andere Art und Weise gestorben. Er ist eher durch den Tablettentod gestorben. Hey, Al, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Okay.